Ja, und damit so willkommen zur Let's Show Beyblade Magic Fusion Cyber Pegasus für den Nintendo DS. Und mit dabei der werte Jan. Hallo. Ja, ich habe mir so überlegt, was könnte ich denn so als Let's Show machen? Und da kamen wir beide auf dieses Spiel. Ja, Ups. weil wir kennen es beide eigentlich relativ gut. Ja, und ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Aber das werden wir ja gleich sehen. Beginn eines neuen Jawohl. Spiels. Ja. Wir machen mal die Geschichte so ein bisschen. Wie man spielt. Oh ja, das ist gut. Erstmal feuern. Anleitung zum Feuern. Thema dieser Anleitung? Feuern. Willst du sie durchgehen? Ja. Kennt er. Wenn ein Bay-Launcher mit dem Countdown auf dem Bildschirm erscheint, berühre die Leine und ziehe sie zur unteren Ecke. Wow. Ha, das ist leicht. Es ist Zeit, meine endlose Siegesserie zu beenden. Beginnen. Verdammt. Perfekter Schuss. Willst du sie durchgehen? Um einen perfekten Schuss hinzubekommen, musst du drei Dinge beachten. Das wären Schnelligkeit, Entfernung und Timing. Wenn du an der Leine ziehst, wenn du Let it rip hörst, zieh die Leine so schnell und so weit du über den Bildschirm, wie du kannst. Das ist alles, was du für einen tollen Schuss tun musst. Ah, cool. Schon allein deine Erklärungen haben mich ganz wild drauf gemacht, loszulegen. Bayforce, ja. Wie Special Move noch. Das dann. Ja, wir wollen Special Move durchgehen. Zuerst zeige ich dir, wie du einen Special Move festlegst. Berühre im Beyblade-Wahlbildschirm Special Move zweimal. Dadurch gelangst du zum Special Move Festlegungsbildschirm. Du kannst für jedes Beyblade bis zu zwei Special Moves festlegen. Wähle den ersten oder zweiten Platz aus, um deinen Special Move. Da, 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 da. Okay. Ja, ist gut. Wie macht man es kann? Um einen Special Move zu verwenden, musst du die Spirit-Anzeige in der unteren linken Ecke füllen. Am leichtesten füllst du die Spirit-Anzeige, indem du wie verrückt angreifst. Sobald die Anzeige sich füllt, leuchtet ein Symbol auf und du bist bereit. Wenn du jetzt einfach abfeuern willst, brauchst du nur das Special Move Symbol zu berühren. Es gibt verschiedene Arten und Stufen von Special Moves. Einige können dein Beyblade gesunden und erlauben es dir, zwei oder mehr Anzeigen zu verwenden. Bla bla bla. Verstanden, wegen deiner kleinen Lektion habe ich jetzt echte Lust auf einen Kampf. Oh ja. Machen wir das doch. Jinga oder Sora? Bin natürlich der coole Jinga. Ja. Jinga. Ich hatte damals vor dem Spiel so eine limitierte Edition und da gab es noch so einen Secret-Charakter. Ah, ja, cool. Speichern abgeschlossen, okay. Was zum. Alles okay? Jingas Angriff hat seinen Gegner direkt getroffen und ihn umgestoßen. Blader selbst können Kämpfe nicht umgestoßen werden. Was ist da los? Jinga kämpft im Nosferatu-Turnier im Beyblade Kolosseum. Aber da stimmt was nicht. Blader werden bewusstlos, wenn sie verlieren. Was für ein Geheimnis steckt hinter Nosferatu? Jeder, der Beyblades für böse Zwecke nutzt, macht mich krank. Pass nur auf, Nosferatu. Ausrüsten. Ja, ich hab Storm Pegasus. Special Move, habe ich doch bestimmt was. Ja, Avalanche. du hast ein bisschen was. Holy Light ist, denke ich mal, gut und. Machen wir das so. Okay. Super. Modifizierung. Ja, ist ein bisschen zum Upgraden. Bisschen für die Stamina. Ja, okay, hier läuft das ein bisschen scheiße, das Spiel. Ja, komm. Also, das sollte jetzt ja nicht wirklich schwer sein, der erste Kampf, ne? Ja, mal sehen. Air Bullet und der hat auch Holy Light. Du hast keine Chance! Ja, werden wir ja sehen. Round 1. Leine berühren.
Mit gutem Timing 10. Ja, fast. Aber es ist halt über Starry dazu kicken. Das ist leichter gesagt als getan, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß. Hier ist es auch schwieriger, aber in anderen Arenen ist es einfacher oder muss man es sogar machen. Sleep off, ja, ich weiß. 1-0. Nice. Ich fand das Spiel eigentlich gar nicht so einfach. Ne, es wurde am Ende wirklich schwer. Wie Timing verkackt, ey. Und zwar schon wieder. Los Pegasus! Special Move! Was für Springen, Alter! Ja! War! Ich kann nicht ins Mikrofon rufen, was für... Ja gut. Fail. Vor allem, ich hab doch gerade den Special Move ausgerufen. Mensch. Runde 3. Alter. Schon wieder da. Triggert, ey. Das triggert mich gerade wirklich. Vor allem, der hat dadurch immer ein paar mehr KP. Bam, bam, bam. Mal eben. Bisschen Heal. War das jetzt Sleep Out? Ja, okay. Also so an sich... Noch ein, okay. Muss man 3 Runden gewinnen, okay. So an sich ist das Spiel echt cool. Ah! Ich will das Timing gewinnen, Mann. Wollte ich zwar nicht machen, aber okay. Ja! Holy Light. Was? Ich hab schon. The fuck? Okay. Das war knapp. Wie viele Kämpfe muss ich gewinnen? Ach, ich bin zu früh. Oh, fast Arena aus. Hey. Bam. Also, ich komme so langsam wieder in Fahrt. Auch wenn die Steuerung hier natürlich weitaus schwieriger ist als am normalen DS. Danke, Pegasus. Wow. Feindbasis. Oh nein.
Nicht der Typ mit Mad Gasher. Mal ein bisschen hier. Braucht den Controller gar nicht. Zeit für eine Trachtprügel. Ich sag dir, jetzt schaffe ich das Timing. Nee. Doch. Go Pegasus. Die musst du übelst aus der Arena raushauen. Und aufpassen. Yep. Dass ich nicht selber rausfall. Stadium out. I win. Oh, zwei. Okay, cool. Ein Angriff plus gegen Ausdauer plus. Also jetzt habe ich das Timing richtig. Fick dich! Ah! Warum bin ich explodiert? Ich weiß noch, der finale Gegner von diesem komischen Modus, der war extrem schwierig. Oh ja. Ich glaube, Ryuga war das sogar. Mit El Drago. Ha. Das ist voll schwer. Ach nee. Der ist Rang C. Ja, klar. Ja, moin. Lass uns noch einmal kämpfen. Ah, einen letzten Kampf machen wir noch. Gegen Tobi, yo. Gegen Tobi mit Storm Capricorn. Oh, den muss ich auch aus der Arena kicken, ne? Rang A? Ja. Digga, was? Eins. Let it rip! Easy. Gut. Dieser Story-Modus ist tatsächlich gar nicht mal so leicht. Ah, und er ist gut, finde ich. Oh, finde ich auch. Ich meine, es gibt zu diesem Spiel ja auch noch eine Wii-Version. Die könnte ich bei Zeit vielleicht auch mal zeigen. Bam! Und ich habe gewonnen. 4 zu 0. Tobi? Tobi, oh, du hattest keine Chance. Und ich bin Rang E. Das ist doch gut. Du scheinst eine Siegeserie zu haben, Jinga. Kenta, du nimmst auch am Turnier teil? Pass bloß auf, ja? Der Turnierveranstalter soll die Spirits der Blader verschlingen, die verlieren. Was? Wie ist das möglich? Keine Ahnung, aber... Einer ihrer Kämpfer namens Van soll in der letzten Runde auftauchen. Du musst alles geben, um ins Finale zu kommen. Ja, wir schaffen es ins Finale und besiegen diesen Van. Bis zum Finale, Kenta. Ja. Das war's jetzt aber auch. Schon fast, würde ich sagen, für dieses Let's Show. Denke ich. Wir können jetzt nochmal eben kurz in die Baymer... in den Shop schauen, was es da noch so gibt. Kaufen. Was haben wir hier fürs Face noch so? Pegasus. Oh, Leon. Sagittario, Bull. Wobei Bull gar nicht mal so schlecht ist, wa? Gönn ich mir. Irgendein... gute Spitze. Die ist gut für die Stamina, ne? Ist die von Pegasus. Für die Defense müsste die eigentlich auch gut sein. Ja, nimm mal.
Ich schau alles Geld raus. Matt. Clay. Clay, was Clay? Sieht gut aus. Gönnung. Ich glaube, Clay war die Scheibe von Line. Na, nehmen wir hier mal von. So. Passt schon. Passt schon, passt schon. Ist modifiziert. Facebook. Dann bleiben wir mal bei Pegasus. Oh Gott. Oh. Ups. Angriff minus 1, ja gut. Dafür aber hier. Machen wir. Gut. Ja, passt schon. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Dann danken wir euch. Galerie. Ach so. Dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit in diesem Let's Show. Und wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Ciao.